Herr Ungetüm, jetzt sind es 28 Monate nach dem ersten Spatenstich. Was hat sich seitdem denn getan? Ja, wir haben nach 28 Monaten mit dem Aschesilo hinter uns 72 Meter hoch den letzten Hochbau geschafft. Wir haben jetzt alle hohen Gebäude fertig und sind jetzt bei dem mechanischen Ausbau des Kraftwerkes. Das Kesselhaus, was Sie auch hinter uns sehen, ist voll in Arbeit und wir holen dort den leichten Rückstand, den wir haben, wieder auf. Wir liegen im Moment circa 4 Monate zurück, denken aber noch 1-2 Monate aufholen zu können, so dass wir glauben, zur Jahreswende 2012-2013 in den kommerziellen Betrieb gehen zu können. Warum schauen Sie denn den 12. Mai als Datum mit Spannung entgegen? Ja, es wird hier eine grundsätzliche Entscheidung getroffen, am Beispiel unseres Kraftwerkes, ob das deutsche Umweltrechtsgesetz EU-konform ist. Die Bundesregierung ist der Meinung, sie hat ein EU-konformes Gesetz geschaffen. Der BND war anderer Meinung und hat es geschafft, dass das Oberverwaltungsgericht Münster diese Entscheidung zum Europäischen Gerichtshof weitergegeben hat. Wie sehen Sie diesem Tag denn entgegen? Sind Sie eher gelassen oder eher ängstlich? Nein, ängstlich sind wir ganz sicherlich nicht, sondern wir sind gelassen. Das Oberverwaltungsgericht hat uns hier einige Aufgaben aufgegeben für den Fall, dass das negativ für uns ausgeht in Luxemburg. Und diese Aufgaben haben wir gemacht. Wir haben diese Punkte, die wir erledigen mussten, bereits ins Genehmigungsverfahren eingebracht und sind daher doch relativ gelassen, dennoch gespannt. Ich kann mir vorstellen, dass eigentlich eine Entscheidung pro BUND jetzt auch gar nicht Ihrer Vorstellung so widersprechen würde. Aus unserer Sicht hoffen wir, dass wir ein klares Urteil kriegen. Sollte dieses Gesetz in Deutschland nicht EU-konform sein, dann sollte der EuGH auch so klar entscheiden, damit dann vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster die Sache endgültig erledigt werden kann und wir keine Grauzone zurückbehalten.